da drüber springen. Geht doch. Ah, okay, dann gibt's das hier wohl auch schon. Oh, die Teekisten. Das lässt sich sehr merkwürdig steuern. Schön. Machen wir uns erstmal die Dings ab, bitte. Ja, danke schön. Und dann gehen wir jetzt zum geheimen Walkroom. Und zwar müssen wir da drüber über den Abgrund springen. Und bis hier hinten zu Polar laufen. Und dann ist dann da der Teleport. So. Was können wir jetzt für ein Level machen? Totally Bear. Ach, das ist ein eigenständiges Level jetzt. Das ist, glaube ich, so ein Dunkelheitslevel. Was richtig Bock macht. Weil man muss da diesen Schnelllauffunktion von dem Bär einsetzen. Das macht voll Spaß. Aber es ist halt nicht einfach, aber es macht Spaß. Wir haben ja schon 56% vom Spiel geschafft. Das ist viel. Und das macht Spaß. Totally Bear. Ich rede so komisch. So. Ein Dunkelheitslevel, wie ich gesagt habe, mit türkisem Schnee. Leben haben wir auch genug. Genau das meine ich. Das macht voll Bock. Und ein Checkpoint hätten wir schon. Ah, da müssen wir nach links, okay. Alles klar. Weil sonst kriegen wir die Kisten nicht. Vielleicht mit ganz viel Glück, aber ich normalerweise kriegen wir die nicht. Da! Da muss ich schon ein bisschen... Also nicht direkt, sondern... nach links dann währenddessen noch springen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht verstanden, was ich gemeint habe, aber ich weiß, was ich meine. Das ist auch gut so. Jetzt. Sehr gut. Und jetzt ein Checkpoint? Dankeschön. Ich habe die Kiste nicht bekommen. Warum habe ich die Kiste nicht bekommen? Die war doch total easy. Da. Jo. Aber es macht so Spaß. Kann man sich darüber streiten. Na? Du musst ja wieder laden. So, und normalerweise sollten wir jetzt einfach nur die Edelsteine bekommen. Ja. Sehr schön. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Haben wir den Warpum auch fertig? Haben wir was? Ja. Crash! Du hast schon mehr als die Hälfte hinter dir. Aber vermutlich hast du bemerkt, dass es schwieriger wird.
Die letzten 10 Kristalle sind die schwersten. Und meine, unsere Feinde werden alles daran setzen, dich aufzuhalten. Ich melde mich wieder, wenn du den nächsten Warp Room hinter dir hast. Gut. Jetzt kannst du mal prüfen. Sehr schön. Speichern wir ab. Jetzt kommt aber, glaube ich, Tiny als Boss. Meine ich mal. Ja, und danach kommt dann, oh, wie putzig! Danach kommt dann... Ja. Der mit der Rakete im Kopf. Wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht. Embryo? Nee, Engine. Embryo ist der andere Heini. Okay, ich wollte mal gerade was nachgucken. Aber das ist mein Lieblingsboss hier. Also der bockt richtig. Musik ist auch geil. Direkt beim ersten Versuch. Burner. Sehr geil. Ah, so, jetzt sind wir in meinem Lieblings-Warp Room. Ich glaube, das ist der Lieblings-Warp Room von allen. Auf jeden Fall, ich finde, das sieht ja so ein bisschen nach Lava, also nach wie heißt das denn? Getrocknetem Lava, Stein, Kohle, Holzkohle aus. Ah, speichern wir das auch, komm. Cool, die Bosse bringen überhaupt keine Prozente. Wusste ich gar nicht. Ich muss mal gerade meine Maus hier weglegen von meinem Bein. Nicht, dass ich auf einmal auf Abbrechen drücke oder so. Who knows? So, wir haben hier Hanging Out, Digging It, Cold Hard Crash, Ruination und Behaving. Und da in Behaving gibt es auch den lilanen Edelstein. Ich würde sagen, wir fangen vorne an. Hier bei Hanging Out. Das sieht nach einem Depeche Mode Level aus. Oder? Ja. Ich hätte gern so ein Putzmobil. Ich finde die voll niedlich, voll putzig. Kiss. Sind so fix unterwegs, ne? Oh, hier gibt's, glaube ich, den Kristallweg. Ein gelber ist es, glaube ich. Wo es in zwei Richtungen geht. Den mag ich nicht, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich muss. Das ist kacke. Sieht man noch ganz gut aus. Man klettert hier auch so schnell. Ah, ich muss wieder von vorne, ne? Nee, von hier unten, okay. Hier hinten noch was? Nein. Die Musik passt auch so gut zu dem Level. Ein Akku.
Alles kaputt machen. Okay. Mal den Düster nur seinen Kreis. Mit ihrem kleinen süßen Scheinwerferchen da dran, ey. No! Gut, ach gut, ach gut, würde ich jetzt sagen. Beziehungsweise meine Oma. Oder meine Mama. Oder der Alex wird auch Kerr, Kerr, Kerr sagen. Und noch tiefer geht's. Na gut. Ach, genau. Nämlich einmal hier lang und einmal hier unten lang. Da gibt es nämlich dann den gelben Lichtkristall. Gehen wir erstmal hier lang. Gibt's nicht kann. Dann war das nur so. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt diese Funktion hier. So. Wo kommen wir jetzt hin? Ist das auch zu diesem geheimen Warp Room jetzt? Ja, Tatsache. Totally Fly. Dunkelheitslevel, glaube ich. Okay, müssen wir dann gleich nochmal alle Kisten einsammeln. Ich habe eigentlich gedacht, dass da, wo wir jetzt lang gegangen sind, dass da ein gelber Edelstein gewesen wäre. Aber man kann sich auch täuschen. Totally Fly. Ein eigenständiges Level mit einem Edelstein. Ja. Na gut. Boah, wie schnell die war. Ich nenne das Ding jetzt mal Maus. Das ist schon mal ganz gut. Das Ende ist, glaube ich, kacke hier. Nee, das war im dritten Teil, wo das Ende kacke war beim Dunkelheitslevel. Wow, ich dachte, man müsste da rechts rüber. Nein. Wunderbar. Ich glaube, die haben. Ne, die haben wir gar nicht für immer. Weg ist sie. Aber haben wir jetzt hier alles. Hoffe ich mal. Also an Kisten gekriegt. Ich will das gar nicht sehen, ob ich da alles habe. War das doch hier? Da ist eine. Da ist noch eine.